Grüß Gott, Servus, hi, hallo und herzlich willkommen bei Potternander aus dem Allgäu. Ja, wir haben allerbestes Frühlingswetter. Ihr seht hier die Sonne, die scheint in Strömen. Den ersten Tag, ja, den habe ich voll ausgenutzt und mir ordentlichen Sonnenbrand geholt. Ja, und fortan regnet es. Das macht aber knapp die Hälfte. Wir sind hier in Hohenschwangau und werden jetzt mit den Touristenmassen hier einfach mal ein bisschen mitschwimmen. Ja, Schloss Neuschwanstein, Hohenschwangau. Wer kennt es nicht? Wir fangen mal vorsichtig an, und zwar Museum der Bayerischen Könige. War das richtig? Ja, und hinter mir seht ihr den Alpsee. Das Wasser ist so klar und so sauber. Ich würde mich da jetzt am liebsten reinstürzen. Das macht richtig Spaß. Also Allgäu, ich liebe dich jetzt schon. Vor dem ganzen Museum und den ganzen Touristenmassen steht auf jeden Fall erstmal ein wunderbares Panorama hier auf dem Alpsee von einer wunderbaren Anhöhe auf dem Weg zum Schloss Hohenschwangau. Trotz des Regens ist hier wirklich jede Menge los und es empfiehlt sich natürlich, die Tickets im Vorfeld im Online-Shop zu reservieren oder zu bestellen, um hier durch das Einlasskreuz zu kommen. Man kann sich natürlich auch einen Audioguide dazu mieten. Ansonsten hier eine Ticketkasse direkt vor Ort am Schloss gibt es nicht. Da müsst ihr unten am Ticketcenter vorher erledigen, aber wie gesagt, am besten online. Wir haben jetzt tatsächlich erstmal keine Tickets geholt, sondern genießen hier erstmal ein kleines bisschen die Natur und sind eigentlich überwältigt von jedem Ausblick hier an jeder Ecke. Ja, das ist ganz klar Massentourismus. Natürlich atemberaubend und beeindruckend, diese ganze Kulisse und Architektur und Geschichte, Wahnsinn. Aber über den ganzen Ort wabert eine Duftschwade von Bratfett. Massenweise Touristen, Busse, Ladungen werden hier gedroppt. Ja, Souvenirbuden, Fressmöglichkeiten. Also, das ist echt Wahnsinn. Gut, da muss man natürlich wollen und auch irgendwie in Kauf nehmen. Und muss man auch irgendwie einmal gemacht haben. Aber sagt nicht, ich hätte euch nicht gewarnt. Massentouristisch geht's weiter und ihr glaubt gar nicht, wo wir jetzt sind. Nach 30 Minuten strammen Anstiegs. Aber was tue ich nicht alles für euch, ne? Und für Panorama. Aber das ist Bergwertung, natürlich Bergwertung pur, wie immer. Aber ich sag euch hier im Allgäu, Freunde, die haben verdammt hohe Halden, ey. Currywurst Pommes, was schätzt ihr? Was war das? Dank. Sag. 12,90 €. Wahrscheinlich kostet die Mayo 1 € extra. Das ist aber mit Blattgold, oder? So, natürlich, ihr habt es schon gesehen, Schloss Neuschwanstein. Natürlich das Märchenschloss. Und das durften wir natürlich auch nicht, uns nicht nehmen lassen. Ja, das ist ein absoluter Touristen-Hotspot hier. Und so viele internationale Sprachen, das ist der Hammer. Ich muss erstmal Luft holen. Wir sind auf ca. 960 Meter Höhe, glaube ich. Ja, und natürlich
Tickets hier vor Ort nicht vorher buchen, dann kannst du auch rein. Aber ich finde die Panoramen jetzt nicht weniger uninteressant. Nicht weniger interessant, ich kann nicht mehr reden. So, wir gucken noch nach ein paar Foto-Hotspots und dann geht's wieder runter. Ich hier gleich völlig kollabiere. Es regnet weiter im Allgäu. Wir sind in Hohenschwangau und haben das Schloss Hohenschwangau besucht. Und sind natürlich rüber zum Schloss Neuschwanstein. Ja, ordentliche Höhenmeter, gar nicht eingeplant für heute. 15 Grad, Regen, Bergwertung, was willst du mehr? Hier ist auf jeden Fall super idyllisch, Massentourismus, Hotspot ohne Ende, so viel internationalen Flair mitten hier im Allgäu, aber must-see definitiv hier im Allgäu in Bayern. Das Wasser vom Alpsee ist so dermaßen klar, ich würde da am liebsten einfach rein mit den Füßen oder mal irgendwie schnorcheln oder so, das geht natürlich nicht. Ich weiß auch nicht, wie kalt das Wasser ist, aber das sieht so super, super gut aus. Und am liebsten möchte man da eigentlich rumspazieren. Also definitiv kommen wir hier nochmal her. Wahrscheinlich ganz bald und bestimmt auch noch mit ganz anderem Wetter. Und dann ja, haben wir definitiv auch nochmal andere Bilder als hier grau und grau und Regen. Aber kurz Neuschwanstein vom Weiten, das ist schon imposant. Dann stehst du davor, okay, ist gut. Eine Führung werden wir sicherlich auch nochmal machen. Aber ja, das hat mich jetzt ein kleines bisschen wieder zurückgeholt. Das Panorama vom Weiten ist natürlich unübertroffen, absolutes Märchenschloss, sieht aus wie ein Bausatz. Je näher man kommt, dann verändert sich so ein kleines bisschen die Perspektive. Ich weiß nicht, wie es euch geht, schreibt es vielleicht mal in die Kommentare. Vielleicht wart ihr sogar schon mal auf Neuschwanstein oder Hohenschwangau. Wie habt ihr das empfunden? Gefällt euch das Schloss vom Nahen besser als vom Weiten? Und wie findet ihr hier den Massentourismus? Schreibt es mir gerne. Bis dahin. Seid auch beim nächsten Mal wieder mit dabei. Wir genießen noch die Tage hier im Allgäu. Bleibt dabei und vielen Dank fürs Reinschalten. Euer Sturmi von Pottananda. Ciao.